Moin Kinners und willkommen zurück hier auf der Yogisfelden in der Version 2.0. Unser schöner Case Optum hat jetzt in der Zwischenzeit hier das Feld 4 fertig gepflügt, sodass wir jetzt den Pflug erstmal zurückbringen zum Hof und dann, wie gestern schon angesprochen, werden wir uns eine neue Sämaschine kaufen. Ich habe mir da auch schon was ausgesucht. Werden wir gleich sehen, wenn wir beim Shop sind. Des Weiteren werden wir heute noch ein bisschen in Tiere investieren. Aber nicht noch mehr Schafe, die sollten erstmal reichen. Nee, boah, jetzt ist der Hund schon wieder hier. Ganz vorsichtig vorbei. Ne, wir werden uns ein paar Kühe besorgen. Müssen wir mal gucken, wie viele. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal die Sämaschine kaufen. Dann gucken wir mal, was an Geld noch übrig ist. So, den stellen wir einfach mal irgendwo hier rein. Wo haben wir Platz? Da geht er hin. Wir nehmen dann die alte Sämaschine, na klar, mit zum Händler. Weil wir die ja nicht mehr brauchen, dann verkaufen wir die halt. Wo war die jetzt? Hier haben wir sie. Ist zwar jetzt gerade voll beladen mit Dünger und Saatgut, aber das ist jetzt erstmal egal. Aber wir können den hier mit dem Curseplay rüber schicken. Dann können wir schon mal in der Zwischenzeit die Sämaschine uns angucken und kaufen. So, gut. So, und zwar will ich die Lemken Hybrid Azurit, Azurit Hybrid. Und zwar gibt es die ja in zwei Versionen. Mit Dünge und ohne Dünge. Wir wollen, na klar, die Maschine mit Düngeoption. Die kaufen wir schon mal. Was haben wir hier? Design mit Düngeeinheit, selbstverständlich. Spuranreißer brauchen wir nicht. Dann kaufen wir die hier. Und dann gibt es jetzt die Saatablagemaschinen. Auch wieder in zwei Varianten. Zum einen die hier, die ist die normale Getreidegeschichten macht. Die fährt 15 km/h schnell. Oder wir nehmen die zweite hier. Die fährt zwar nur 12, kann aber auch Mais, kann Zuckerrüben anpflanzen. Deswegen nehmen wir die und da brauchen wir zwei Stück von. Und wir brauchen noch den Düngetank dazu. Den kaufen wir uns auch. So. Das passt doch wunderbar. Genau wenn wir ankommen, haben wir alles gekauft. So. Dann tun wir die hier erstmal schnell verkaufen. Upp. Nicht den Pfeiler mitnehmen hier. So. Verkaufen. Jo. Ja, und dann bauen wir mal die gute Sämaschine hier zusammen. Das heißt, wir nehmen den Korntank nach vorne. Zack. Dann selbstverständlich. Naja, müssen wir schon gerade drauf fahren.
die hier. Jetzt müssen wir das Ding hier aufklappen. Und diese Saatgutablage Dingerchens einmal. Ne? Und zweimal. Oh, jetzt müssen wir nur das Richtige auswählen, damit wir die auch zusammenklappen können. Und dann geht es rucki zucki wieder zurück zum Hof. Wir wollen ja Raps ansehen, hat mir gesagt auf der 4, weil wir daraus dann Biodiesel machen wollen, was wir eben zur Selbstversorgung unseres Hofes brauchen, vor allem eben um den Kompostmaster am Laufen zu halten. Ein Kontrollblick auf den Acker hier, da tut sich noch nicht so wirklich viel. Ja, und dann fangen wir gleich mit der Ansaat vom Raps an. Und dann kommt eines der Sachen, wo ich wirklich noch Bammel davor habe, ist, das ist unser Feld 5, glaube ich, ist es. Das große Feld mit dem Mais drauf. Da wollen wir häckseln und wir haben ja aber nur diesen, ich sag mal, Mikro-Häcksler. Das heißt, das wird eine Aufgabe werden, die ein bisschen länger dauern wird. So, jetzt muss man mal gucken. Ich muss hier den Deckel aufmachen. Haben wir hier eine Einfüllhilfe? Nee, jetzt muss ich da halt möglichst genau. Oha, jetzt hänge ich da schon fest. Ich glaube, das machen wir mal so. Befüllvorgang starten. Hä? Ach, das ist hier der Dünger. Ah, der muss ja nach vorne. Fehler. Klappe auf. Befüllvorgang starten. So, jetzt haben wir 1005 Dünger hier drin. Dann müssen wir eben hier rüber und uns noch das Saatgut holen. Das machen wir gleich im Rückwärtsgang so. Ein bisschen die Kamera schwenken, damit wir da auch gut reinpassen. Ne, ne, ne. Das ist immer so ein Gefrickel hier. Das glaubt man gar nicht. Ich könnte mal, machen wir das mal, gucken, ob was so besser rankommt. Wieso komme ich da nicht weiter zurück? Ich hänge da schon dran. Probieren wir es mal wieder so, wie es neulich. Wenn wir die auf Automatik stellen, vielleicht kriegen wir da einen besseren Punkt hin. So probieren. Ah, da war eben, da war eben.
Jo, hat dann ja doch geklappt. Machen wir das Deckelchen zu. Und dann geht es rüber auf unseren. Oh nein, falsch gefahren. Der Sound von dem Ding ist einfach brachial, finde ich. Also der ist sehr gut gemoddet. Also den fahre ich auch relativ gerne hier. Wir haben im Übrigen, das habe ich gelesen, noch ein kleines Problem, wenn wir auf unser Feld 5 fahren wollen. Das ist ja hier links unten. Hier geht auch der Weg rein. Aber hier hat irgendjemand Bäume gepflanzt. Das heißt, wir müssen, bevor wir da rankommen, erstmal die Kettensäge auspacken. Da müssen wir uns eine Kettensäge organisieren, eventuell eine Winde, um die Bäume erstmal aus dem Weg zu ziehen. Und beziehungsweise einen Holzanhänger. Muss man mal gucken, was wir da genau nehmen, um da eben unsere Einfahrt einfach hinzubekommen. So, jetzt aufklappen. Wir machen hier auch wieder GPS an. Arbeitsbreite, das sind nicht 6,30 Meter, das sind 6 Meter. Neue Ausrichtung, das sieht gut aus. Versatz ist keiner drin. Also senken, anschalten, losfahren. Und er sät und düngt, so wie es sein soll. Dann machen wir hier eben schön Raps drauf. Und was jetzt interessant ist, finde ich gerade, in der Beschreibung hieß es ja, dass die Sämaschine 12 km/h fahren soll. Sie fährt aber 19. Wohl soll mir nur recht sein, wenn es schneller geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem starken Traktor liegt oder woran. Aber ist auf jeden Fall so. Also sind wir damit auch ein bisschen schneller hier bei der Arbeit. Das Getreide wird sehr schnell leer, das Saatgut. Da müssen wir, denke ich mal, schon bald wieder zum Auffüllen fahren. Da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht irgendwann diese Palettenabfüllanlage uns besorgen und uns dann einfach ein paar Saatgut-Bigpacks zu machen, die wir dann einfach immer mit dem Flachbettanhänger mit auf das Feld nehmen können. Oder wir kaufen uns mal ein paar von den Big Packs, weil der Dünger wird ja so gut wie nicht verbraucht, wie man sieht. Also das wäre eben auch eine Möglichkeit, dass wir das so machen. Aber diese Palettenabfüllanlage kommt so oder so irgendwann mit auf den Hof. Die brauchen wir.
Da muss ich überlegen, was sinnvoller ist. Wir gucken erstmal, na gut, wir fahren erstmal, machen wir diese Pendelfahrten dann zum Hof einfach. Und wenn wir dann die ersten Kühe haben, produzieren die uns ja Gülle und Mist, den wir dann für die Düngerproduktion benutzen können. Und wenn wir Dünger haben, können wir dann uns auch Saatgut produzieren und dann kann man sich überlegen, diese Abfüllanlage zu kaufen. Das heißt, wir werden erstmal einen Großteil des Geldes, das wir jetzt hier noch haben, in Kühe investieren. Weil für die Kühe haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen Kraftfutter da. Gras wäre auch kein Problem, das können wir jederzeit mähen, hier auf den Wiesen, die wir hier haben. Mit dem Mais, den wir auf der 5 haben, können wir schön Silage machen, die wir dann eben auch zum Füttern und für die Kraftfutterproduktion brauchen. Das heißt, da werden wir uns wirklich einmal richtig austoben mit dem Häcksler. Eventuell muss ich mal gucken, dass ich mir vielleicht halt, ups, dass ich vielleicht einen Häcksler miete. Muss mal gucken, was so ein kleiner Feldhäcksler kostet. Weil das wäre eben eine Möglichkeit, dann ein bisschen schneller voranzukommen. Weil eben mit diesem komischen, was ist das, ein Ein- oder ein Zweireihenhäcksler, da ist man ja bei der Feldgröße irgendwie 100 Jahre unterwegs, um das abzuhäckseln. So, aber meine Freunde, wir kommen schon wieder ans Ende unserer heutigen Folge. Ich werde mal so ein bisschen noch hier weitersehen, damit wir dann im Laufe der nächsten Folge dazu sozusagen zum Ende kommen und uns um weitere wichtige Entscheidungen und Sachen hier auf unserem Hof, upsa, auf unserem Hof kümmern können. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Macht es gut, lasst gerne einen positiven Kommentar da, würde ich mich drüber freuen. Bis dahin, macht's gut.